Hallo, wir sind heute in der wunderschönen, etwas regnerischen Stadt Frankfurt zu Gast bei Stefan Schinnenburg, Vertriebsvorstand der Deutschen Familienversicherung. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, gerne. Erstmal von mir aus hallo. Es gibt ja einige, die behaupten, der Makler, der persönliche Vertrieb hat ausgedient. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, der Makler hat überhaupt nicht ausgedient. Er muss sich nur verändern. Ich glaube, der Kunde hat sich dramatisch verändert. Kunden kaufen bei Amazon, bei Spotify. Und genau dieses Gefühl wollen sie auch in anderen Lebenslagen haben. Aber sie wollen die Sicherheit haben, dass sie wissen, wenn ich eine Frage habe, kann ich einen Profi anrufen, der mir helfen kann. Was müssten Ihrer Meinung nach Versicherer machen? Es hat ja gereicht, der Schnellste der Langsamen zu sein. Wenn ich 3 Tage schneller eine Police erstellen konnte als ein Wettbewerber, war ich ja schon ein Held. Aber meine Benchmark ist nicht mehr ein anderer Versicherer, sondern zum Beispiel, wie schnell liefert Amazon ein Buch? Wie schnell kann ich bei Apple TV einen Film gucken? Das entscheidet, das ist die Benchmark. Und deshalb glaube ich, Kunden vergleichen Äpfel mit Birnen, auch zu Recht. Wir in der Versicherungswirtschaft glauben ja noch, dass wir mit unseren Portalen, unseren Apps den Kunden educaten können. Ja. Das ist aber vollkommen falsch. Was sind nur so ein paar Tipps und Tricks, wo Sie sagen, das sind die Top 3 Beispiele in letzter Zeit, die Sie gesehen haben? Ich glaube, 3 Dinge sind ganz wichtig. Der erste ist, sich auch bei den Produktpartnern genau umzusehen, was sind eigentlich die wirklich guten Produkte, die auch im Verkaufsgespräch gut funktionieren. Gute Erfahrungen haben wir gemacht mit Maklern, die unsere Antragsstrecken mitnehmen, die also wirklich sagen, ich habe meine eigene Homepage, meinen eigenen Webauftritt und versuche dem Kunden mit dem Webauftritt wichtige Informationen über Produkte zu geben, aber dem Kunden dieses Kaufgefühl zu geben, ja, ich kann auch die Police innerhalb von 90 Sekunden auf der Website des Maklers abschließen. Ich weiß ganz genau, der Makler steht dahinter, der begleitet mich auch in dem Prozess, aber es geht, weil diese Kauferfahrung wollen Kunden gerne erleben. Okay, Integration von Online-Antragsstrecken auf der Makler-Homepage als einen Vertriebskanal, um sozusagen das veränderte Kundenverhalten anzusprechen, das ist quasi Trick 1. Haben Sie denn, wenn Sie sich so an Ihre erfolgreichen Makler denken, vielleicht noch ein, zwei andere Maßnahmen, wo Sie denken, das hat bei denen echt gut funktioniert? Also das zweite Thema, was ich wirklich als einen Erfolgsfaktor sehe, ist Komplexität aus der Beratung rausnehmen. Also natürlich hat der Makler den Anspruch zu sagen, ich möchte 40 verschiedene Produkte anbieten und dir Kunde suche ich das Beste aus. Ich empfehle Maklern, und ich war ja selber jahrelang Geschäftsführer von Morgen & Morgen, aber die Bewertungsparameter von Morgen & Morgen und Frank & Bornberg sind für viele Kunden einfach nicht greifbar. Ja. Sondern es gibt einen greifbaren Parameter, ist Stift- und Warentest. Okay. Jetzt können wir natürlich an vielen Dingen diskutieren, ist es jetzt das optimale Produkt, aber es ist zumindest eine hohe Akzeptanz des Kunden. Und deshalb erleben wir, dass Makler, die mit Stift- und Warentestprodukten zum Kunden gehen, einen Teil des Beratungsgesprächs verkürzen können, weil einfach der Vertrauensvorschuss, ich nehme eine Anleihe auf das Vertrauen von Stift- und Warentest, habe damit einen deutlich besseren Approach. Was ich interessant finde, Stiftung Warentest zu reduzieren. Warum? Weil dann hat man nicht mehr 27.000 Siegel, die auch alle ihre Berechtigung haben, aber das ist, was der Kunde am Ende des Tages versteht. Hat mir bisher auch noch nicht so eingeleuchtet, aber ich habe geistig meinen Einkaufsprozess nachvollzogen und gesagt, ja, Stiftung Warentest, das ist so eine Sache, der vertraue ich. Haben Sie noch einen Tipp oder wo Sie sagen, da haben Makler aus Ihrem Netzwerk wirklich tolle Erfahrungen mitgemacht? Also ich glaube, dass wir als zusätzlichen Aspekt noch haben, wie kann ich andere Kommunikationswege verwenden. Ja. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, da haben wir abends um 18 Uhr das Kundengespräch im Wohnzimmer oder am Küchentisch des Kunden. Ich auch übrigens. Und am Ende des Tages, das möchten viele Menschen nicht mehr, dass sie in ihre Privatsphäre irgendjemand reinkommen lassen. Und jetzt haben wir natürlich unberechtigterweise jetzt nicht die allerhöchsten Sympathienoten bekommen in den letzten Jahren. Aber wir schlagen 2 Gruppen. Erstens die Banker, schöne Grüße an die Türme da hinten. Und zweitens auch Politiker. Also wir sind am Ende. Ich finde die Benchmark anspruchsvoll, weil ich sage, ich würde gern besser sein. Ja, und ich glaube an der Stelle 2 Dinge, die wichtig sind. Wenn Sie Kunden fragen nach Ihrem persönlichen Berater, hat er hervorragende Noten. Es ist nur ein diffuses Bild. Ja. Und was ich gerade beschreibe, ist ja, dass ich noch keine enge Beziehung zu meinem Vermittler aufgebaut habe. Da ist eine ganz andere Situation. Und da möchten Kunden andere Kommunikationswege wählen, weil sie kaufen ihre Bücher nicht mehr im Buchhandel, sondern bei Amazon. Sie kaufen selbst Rasenmäher und Ähnliches über Online-Versender. Und deshalb, glaube ich, müssen wir einen anderen Kommunikationsweg finden. Und deshalb habe ich großen Respekt vor Vermittlern, die ganz konsequent über FaceTime, über Videoberatung gehen. Und ich glaube, das ist ein dritter ganz wichtiger Punkt, dass ich den Kunden abhole. Er möchte dieses Gespräch in seinem Wohnzimmer nicht mehr. Ja. Mit physisch jemand sitzt bei ihm, den er vielleicht auch gar nicht mehr los wird. Das dauert halt eine halbe, dreiviertel Stunde. Sondern über Videoberatung, moderne Wege, WhatsApp, Facebook etc. Also den Kunden da abholen, wie er selber kommuniziert.
Und ich glaube, Kunden schreiben keine Briefe mehr, Kunden schreiben tendenziell auch keine E-Mails mehr, vielleicht noch Posts, also muss ich mich auch selber umstellen, um dieses Kundenklientel bedienen zu können. Was man aber ab und zu im Markt auch hört, ist so gesagt, wir haben das ausprobiert und es funktioniert nicht. Was würden Sie denen sagen? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, was mich wirklich massiv beeindruckt. Ich habe vor einigen Monaten, war ich einen Tick zu schnell gefahren. So, ich kriege einen Strafzettel. Jetzt kriege ich diesen Strafzettel vom Regierungspräsidium in Kassel. Unten rechts auf dem Beleg ist ein QR-Code. Ich gehe auf den QR-Code. Alle Daten sind da und er fragt mich, willst du mit PayPal zahlen? Ja, drücke drauf, Thema ist erledigt. So, das heißt nicht, dass es jetzt mir Spaß macht, Strafzettel zu bezahlen, aber das ist die Benchmark. Ja. Also wenn ich sowas erlebe, und ich glaube nicht, dass das Regierungspräsidium Kassel der Hort von Innovationen ist in Deutschland. Wenn die das hinkriegen, dann wird der Kunde sagen, naja, wenn ich mit dir kommuniziere, Makler, oder eine Police abschließe, einen Strafzettel in 30 Sekunden bezahlen kann, dann kann es doch nicht sein, dass der Antragsprozess 2 Stunden dauert und die Police nach 7 Tagen kommt. Und ich glaube, danach muss der Makler in seinem Gespräch auch verstehen, wie ist denn sein Kunde gepolt. Und wenn der so eine Erfahrung gemacht hat, dann kann ich punkten. Wenn dieser Kunde aber keine digitalen Erfahrungen hat, dann darf ich nicht überrollen mit digitalen Themen, weil dann sagt er, Entschuldigung, mir war das persönliche Gespräch wichtig. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch.